Der Umsatzanteil des Onlinehandels wächst beständig. Lange Monate des Lockdowns haben einen Trend verstärkt, der schon vor der Corona-Krise sichtbar war. Der stationäre Handel verliert seit Jahren an Relevanz. Nicht nur jüngere Kundinnen und Kunden sind heute dauerhaft online. Plattformen wie Amazon oder Zalando sind direkter und schneller bei ihrer Zielgruppe und können damit Trends schneller aufgreifen. Dies wird sich auf viele Offline-Händler zunehmend existenzgefährdend auswirken. Die Lockdowns haben digitales und reales Leben noch weiter miteinander verwoben. Das muss der Handel aufgreifen und einen fließenden Übergang zwischen den Welten entwickeln. Mike Zöller und Dorothee Fritsch, Retail-Experten der Unternehmensberatung FTI Anders, beschreiben 7 Herausforderungen, die Einzelhändler jetzt angehen sollten. Erfahren Sie jetzt, was Sie konkret tun können, um langfristig nicht zu verschwinden.